Tachchen. Ja, mein Ausflug in den Westen war kacke. Und ich habe mich dazu entschlossen, zu flüchten. Wohin? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal grob Richtung Süden angepeilt. Um 18:46 Uhr. Wird langsam dunkel. Es wird super im Ödland. Ja, ich war noch nie dafür bekannt, gute Ideen zu haben. Oder besonders klug zu sein. Oder witzig oder charmant. Deswegen machen wir uns einfach mal auf, würde ich sagen. Spannende Sache. Wie man sieht, sieht man im Ödland nichts. Da ist ein aufgedunsener Polizist. Da ist ein Geier. Ich meine, da hinten eine Straße zu erkennen. Wollen wir mal Richtung Straße gehen? Machen wir mal. Wir sehen uns gleich. So, meine Freunde, ich habe hier eine kleine Straße erreicht und eine Schlange macht sich hier auch an, mich zu verspeisen oder mich zu vergiften. Blöde Schlange. Hier ist auch was los. Bären, Hunde, Geier, Schlangen, Zombies überall. Minen. Ich muss hier schon echt auf Minen aufpassen. Ja. Crazy Shit. Oh, hier ist einer der Zombies, die in der A20 dazugekommen sind. Das ist ein Bloter. Bloß ab. Die sind nicht sonderlich stark, aber sie haben diesen Cluster-Angriff hier. Der ist ganz schön ätzend. Ja. Lass uns mal versuchen, irgendwas Cooles zu finden im Südost. Ich folge einfach der Straße. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwas Cooles finden. Ein Hund zum Beispiel. One Hit. Jesus. Zum Glück habe ich schon ein bisschen auf Messer geskillt. Perfektes Timing gehabt. Gott, da ist schon wieder so ein fucking Bär, ne? Ja, danke, danke. Bitte lass den Bär nicht auf mich aufmerksam werden. Piss dich bloß. Diese beschissenen Spinnenzombies. Gott sei Dank. Piss dich nicht hier. Auf dich habe ich gar keinen Bock. Stirb! Wirst du wohl sterben? Stirb! Falls euch das aufgefallen ist, ich habe die dynamische Musik in dem Spiel aktiviert. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob die Musik zu laut ist oder nicht. Und Leute, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich weiß nur noch nicht was. Auf jeden Fall sehe ich da einen Polizisten in der Ferne und hier ist eine Handtasche. Mal gucken, was sie da drin hat. Altes Geld. Alright, das kann man verkaufen. Verpiss dich. Das sieht aus wie eine verlassene Ranger-Station. Ja, ich bin gespannt, was wir da finden. Ihr auch? Aber erstmal müssen wir uns um den Kollegen hier kümmern. Ja, Ranger Station Beta. Gott sei Dank. Wow. Shit! Hab ich mich verjagt? Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. No! No! Ein fucking Bär!
Oh nein, oh nein, oh nein. Das war's, das war's, das war's. Ich muss hier irgendwie hoch. Ich muss hier irgendwie hoch. Da, da, da. Oh. Leute, habe ich mich erschrocken. Dieser fucking Bär. Ey, ich lasse dich jetzt hier hochkommen, dann machst du hier oben alle weg. Ey, ich bin gerade richtig am Arsch. Was ist das? Fuck! Oh, no, 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 Blutungsschaden, Blutungsschaden. Ich muss mich heilen. Schnell, 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 schnell. Jesus! Schwindel. Junge, Junge, Junge. Ey, ich gehe drauf, Leute, ich gehe drauf. Stirb endlich. Toll, ich bin infiziert. Wie haben wir dir schon wieder angekriegt? Oh nein. Oh, ich habe nur noch 16 HP. Gott verdammt. Und da unten ist der Bär. Leute. Das ist scheiß Westen, ey. Warum bin ich auch nach Westen gegangen? Du bist nur noch Beiwerk. Aber er stirbt gefälligst. Leute. Das kann doch alles nicht wahr sein. Alleine im Ödland und fett aufgemischt worden. Oh, hier gibt es eine große Rindfleischration. Ich muss was essen. Hat zwar nur 15 Nahrung, aber immerhin besser als gar nichts. Verdammt, ey. Gott verdammt. Das gibt's doch alles nicht. Was mache ich bloß? Erstmal hier die Quests öffnen. Oh, oh, oh. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eisenpfeile. Das esse ich auf jeden Fall mal. Die gebändete Panzer. Plattenmod, die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Die kann ich mir in meine Rüstung einsetzen. Die werde ich mir mal hier einsetzen. So, kann ich hier, genau, die kann ich auch anziehen. Da habe ich zweimal schwere Rüstung, zweimal leichte Rüstung. Und ansonsten, naja. Das Ding ist, da ich noch nicht großartig geskillt habe, nützt mir das eher nicht so viel. Oh, da unten ist der Lootsack von dem Kopf. Und da schwirrt der Bär rum. Oh, Leute, gar keinen Bock. Ich fühle mich hier gerade so gefangen. Mal gucken, was hier drin ist. Jetzt kann man sich alles nicht ausdenken. Oh, Tools Digest. Digest. Steinwerkzeuge, Qualität Level 2 freigeschaltet. Das ist sehr gut. Das werde ich gleich mal tun. Kann ich zerlegen. So. Das können wir auch zerlegen. Und dann fertige ich mir mal eine Steinaxt Level 2. Und vielleicht sollte ich mal in Erwägung ziehen, mir einen Steinspeer zu bauen. Why not? Ich habe in der 21 noch nicht mit dem Speer irgendwas gehandhabt. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, kann man die jetzt nicht mehr werfen, sondern die haben nur noch einen starken Angriff und leichte Angriffe, wo ich den Unterschied gerade nicht so wirklich merke. Obwohl ich die Wurfattacken von den Speeren eigentlich sehr geil fand damals. Nur was zu essen. Verkohltes Wildbret. Ja, Leute, ich gucke mich mal hier kurz um und dann bis gleich. So, ich habe mich jetzt mal hier auf dem Dach umgeguckt und tatsächlich einen kleinen
einen kleinen Stack mit Munition gefunden. Da waren ganze 19 Schuss der 762 für meine gefundene Pipe Machine Gun hier drinne. Und Spoiler-Alarm, das wird nicht gegen diesen Bären reichen. Aber hier oben habe ich einen guten Ausblick. Ja. Richtung Südosten sieht es nach Wald aus, nach nicht verbranntem Wald. Könnte ein Schneebiom sein, könnte ein normales Kiefernwaldbiom sein. Und ansonsten sieht das hier ganz schön kacke aus. ich würde sagen, ich versuche mich mal nach Südosten durchzuschlagen. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, bei Nacht loszuziehen. Wahrscheinlich nicht. Spannende Sache. Aber wo ich auf jeden Fall Bock drauf habe, ist diese fallengelassene Beute von dem Cop, der explodiert ist. Es gibt drei Arten von Beuterucksäcken, die die Zombies fallen lassen. Die generische Form ist der gelbe Sack. Da ist halt ja nicht so doller Stuff drin. Dann gibt es den blauen Sack. Da ist schon hochwertigerer Stuff drin. Und dann gibt es einen roten Sack tatsächlich noch. Da ist schon eher seltener Stuff drin. Und ja, ich würde das eigentlich ganz gerne haben. Ja, aber das ist so ein kleines Zombie-Bär-Problem. Das ist übrigens ein Zombie-Bär da unten. Der hat noch mehr HP als ein normaler Bär, als ein lebender Bär. Und er hüpft. Warum? Naja, jedenfalls, ich möchte das gerne haben. Und vielleicht 22 Uhr, die Nacht bricht an. Ich glaube, ich versuche mir das Ding zu holen. Irgendwie. Es wird super. So Leute, ich bin noch nicht wirklich weitergekommen. Ich habe gerade noch zwei Fähigkeitspunkte verteilt. Ich bin jetzt durstig, na klar. Wer hätte es gedacht? Der Himmel ist bedrohlich rot. Ich weiß tatsächlich nicht, wann Blutnacht ist. Ich kriege auch keine großartige Warnung. Außer die Blutnacht steht unmittelbar bevor, irgendwie, weiß nicht, 2 Spielstunden vorher oder so, wird dann die Zahl nach dem Wort Tag rot. Und dann hast du den Stift in der Hose. Dann ist, ja. Dann ist richtiger Abturn. Ey Leute, ganz ehrlich, ich muss diesen Packsack da unten haben. Was ich versuchen kann. Ich kann versuchen, den Bären mit einer Rohrbombe zu erwischen. Ich kann versuchen, ihn anzuzünden. Soll ich das mal machen? Komm, ich versuch's. Ja, fett getroffen. Burn, Baby! Das tut weh, ne? Ich hoffe, dass es weh tut. Er ist nicht gestorben. Noch einen. Wisst ihr was? Kriegst gleich eine Rohrbombe mit dir her. Und, und. Stirb! Willst du mich verrecken? Wow. Warum es wichtig ist, in Sprengstoff zu investieren, das sehen Sie hier, meine Damen und Herren. Na, tut das nicht. Stecke ich hier jetzt fest oder was? Und natürlich. Eine zerstörte Werkbank. Ja, Lappen, super.
Benzin, Benzin, Benzin. Hör auf zu schreien, du lockst andere Zombies an. Bist du nicht dicht? Stirb! Nein! Das gibt's nicht, ey. Was bringst du mir schön Tierfett? Boah, 600. Das gibt Fett, Knochen, verrottetes Fleisch. Na gut, das verrottete Fleisch ist für einige Rezepte durchaus wertvoll. Für den Gumbo-Eintopf zum Beispiel. Der ist super nahrhaft und besteht aus ja, Zombiefleisch. Nett. Egal, was da drin ist. Nehme ich alles. So, und jetzt Richtung... Habe ich gesagt Südosten? Ich hoffe es. Und ich hoffe, ich treffe nicht auch noch auf einen weiteren Bären. Aber Polizisten! Ich muss mein Messer reparieren, Leute. Reparieren. Das ist doch alles zum Brechen hier, ey. Mitten in der Nacht im Ödland, wo ich nicht mal Minen richtig sehen kann. Da! Seht ihr das Blinken? Das da? Das ist eine Mine. Brauche ich nicht. Ich brauche Eier. Eier. Ich brauche Eier. Das ist eine Mine. Da gehen wir mal besser nicht lang. Leute, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier um den... Ja. Leute, wir haben es geschafft. Oder, ja, doch, wir haben es geschafft. Wieder grünes Bion unter dem Arsch. Sehr schön, sehr schön. Oh, ich fühle mich gerade so... Sicher? Aber hier ist natürlich erstmal viel Gebirge. Ja, was für ein Abfuck. Also aus dem Weg daraus habe ich einige Minen nur knapp verfehlt. Aber ich wollte euch jetzt nicht mit durch dieses Feld daneben. Ja, Junge. The Serrano Residence. Drei Totenköpfe. Das heißt, da ist eigentlich gut Bambule drin mit Zombies. Aber ich möchte mich ungern hier niederlassen. Ich muss irgendwo in eine Stadt. Oh, sehr schön. Ja, definitiv sehr schön. Kann ich gleich mal austauschen. Die reparieren wir mal einmal. Hier nehmen wir den Mod raus. Das Ding können wir zerlegen. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ja. Mh. Wir sagen weiter Richtung Südosten. Der hat uns doch schon mal in den Arsch gerettet. Ich könnte auch wieder Richtung Händler gehen. Das ist hier oben. Nord, Nordost. Aber da war halt auch nichts, ne? Ich hätte eigentlich ganz gerne eine Stadt irgendwo. Versuchen wir mal eine zu finden. Wo? Musik geht los? Warum? Wegen dir? Wegen dir geht jetzt die Musik los? Oh, wenn ich die Tüte habe, ich eventuell einen neuen Fertigkeitspunkt. Und ich höre eine Schlange. Gar keinen Bock. Jupp, da ist der Fertigkeitspunkt. Wo ist die Schlange? Da ist die Schlange. Stirb. Gott sei Dank. Kann man sich alles nicht ausdenken.
So, Südosten. Was ist denn hier los? Bin ich in ein Schlangennest geraten oder was? Aber egal, ich brauche Fleisch und Leder und Fett und Knochen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt irgendwas Besseres finden. Jo. Ich habe bisher nichts weiter gefunden, außer Berge und Weite und das. Was auch immer es ist, auf jeden Fall ist hier Benzin. Ich höre doch einen Geier, das war so klar. Ah, und Zombies, oh, wer hätte das gedacht? Junge, geh mir nicht auf den Sack. Ich wollte eigentlich dringend mal ein Nähset oder sowas. Was ist das hier? Sieht aus wie so ein Zombie-verseuchtes, altes Jagd, Lager, whatever. Ja, ich werde mich wohl die Nacht über hier einnisten müssen. Am wenigsten versuchen, irgendwas Essbares oder so hier aufzutreiben. Stirb! Oh, noch mehr. Noch mehr Zombies. Das, wer hätte das gedacht? Ha. Kochtopf. Ja, brauche ich. Stirb! Verdammte Zombie-Apokalypse. Leute. Finde ich hier was Wichtiges drin? Steroide. Yay. Egal. Leute, egal. Was für ein Abfall. Aber ich bin wieder im Grünbiom. Das ist schon mal äußerst wohltuend, möchte man fast sagen. Egal. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe mich mega erschrocken, als mich dieser Bär angegriffen hat. das sollte zum Meme werden. Oder auch nicht, aber scheißegal. Meine Fresse, was für ein Ritt. Aber jetzt bin ich endlich wieder im grünen Biom. Einigermaßen safe. Ich werde mich jetzt hier die Nacht erstmal niederlassen und wenn der Tag anbricht, sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich, haltet euch kühl, es ist immer noch warm. Bye bye.